Und damit sind wir bei SmackDown. Ja, erstes Match. Triple Threat Match. Rex Frightmare und der zuletzt siegreiche bei NXT Jack of Club gegen RTO. Oh, das hier verspricht echt ein verdammt interessantes Match zu werden. Highflyer, Technik, Powerhouse, alles drei. Und Submission auch noch. Also diese Komponente kommt ja auch dazu. Weil Rex sehr, sehr gerne Submission-Moves zeigt, ob ihn das natürlich in einem Triple-Threat-Match, klar, in einem entscheidenden Augenblick kann es ihm den Sieg bringen. Auf alle Fälle. So, und da drücken wir mal Start. Ja, Jack of Club will auf Frightmare losgehen, aber Rex denkt sich so, nö, nö. Und Double-Team-Aktion von Rex und Frightmare gegen den Jack of Club. Ja, erstmal den kräftigsten ausschalten oder auch nicht. Nein, da zeigt Frightmare ein Double-DDT gegen die beiden. Und jetzt arbeiten die beiden Techniker wieder zusammen. Schöner Double Suplex gegen den Tsar of Pain. Und der nächste nein, auch er kontert und zeigt einen Double DDT. Ja, Sleeper Slam gibt es auch noch hinterher vom Mann aus der ehemaligen Sowjetunion. Ein Double Neckbreaker. Also der Tsar of Pain, der muss hier richtig einstecken momentan. Frightmare und Rex arbeiten gut zusammen. Im Moment jedenfalls. Mal gucken, wie es dann aussieht, wenn es darum geht, wer den Sieg davon trägt. Ach komm, habe ich gesagt, gehen die beiden auch aufeinander los. Jetzt Frightmare und der Tsar of Pain gegen miteinander. Ja, das war ein schöner Vertical Suplex, schön durchgezogen. Oh, der Tsar of Pain, der nimmt es hier gleich mit beiden auf. Das interessiert ihn gar nicht. Ah, Frightmare darf jetzt mal in die oberste Ringecke und na, Flying Form ging daneben. Und was kommt jetzt? Wieder ein Double, nein, ja doch, Double, ja, aber halt kein Double Suplex, sondern ein Double. Also auf Pain hat jetzt richtig Aufwind nach seinem Sieg bei NXT gegen RTO. Und jetzt gehen sie beide auf Rex los. Double Backbreaker. Oh Mann, 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 Mann. Irgendwie arbeitet hier jetzt gar keiner mehr zusammen. Also im Sinne von wir beide gegen ihn, bis der platt ist. Nein, hier gibt's nur, ich arbeite mit dir genau einen Move lang zusammen und vielleicht auch noch einen zweiten und danach gebe ich dir aufs Maul. So läuft das hier. Also ich wüsste jetzt nicht, wen ich hier dem Sieg gönnen würde. Ich gönne ihn eigentlich allen dreien. Genau das ist ja das Problem auch, weil ich wirklich alle drei hervorragend auf ihrem Gebiet. Also ich könnte hier jetzt auch keinen. Wieso ist denn da gerade eine Taste eingeblendet worden, hä? Na, ist ja auch wurscht. Ganz ehrlich, es ist schwer, hier einen Favoriten rauszupicken. Ja gut, möge der Bessere in diesem Falle gewinnen oder der mit dem meisten Luck oder der Nutznießer oder was auch immer. Frightman mit dem ersten Cover hier im Match. Ah, Dragon Screw Konter. Okay, was? Oh, da gibt. Nein, da gibt's nicht. Frightmare, der greift hier einfach durch die Gegend und. Oh, was war das denn? Eine Close Line nach draußen. Und ich glaube, der Tsar of Pain wollte da eigentlich nur seinen Finisher zeigen. Auch hier streiten sich da beide darum, wer ihn hier hauen darf. Na, es geht wieder nach draußen.
Na gut, Frightmare wieder im Ring. Rex ein bisschen abseits, hat sich ein bisschen abgesetzt von dem ganzen Stress. Schickt aber jetzt den Zar auf Pain rein. Beide versuchen sich hier. Und oh, Rex holt sich die Ringtreppe. Der Zar geht wieder draußen. So, oh, Ringtreppe. Ach, er hat es abgelegt, dann will ich wieder rein. Und der Zar auf Pain, der will seine Clothesline zeigen. Und da kommt sie auch. Er taucht ab, rennt nach und zieht sie durch. Und natürlich zeigt er auch das Cover danach. Aber da hat er nicht mit Rex gerade in dem Augenblick gerechnet. Und was macht Frightmare? Der zeigt seinen Finisher. Ja, das war ein Rope Break. Ja, Rex jetzt derjenige, der noch gar keinen Finisher gezeigt hat. Vielleicht der glückliche Dritte. Manchmal gibt es einen Double Vertical Suplex hier gegen Frightmare. Und da kommt ein Rex geflogen. Fliegt nur irgendwie, naja, ein bisschen drüber weg. Oh, Aufgabegriff vom Zar auf Pain. Den haben wir zum letzten, wirklich im letzten Match, wirklich auch zum ersten Mal gesehen. Scheinbar will ich ihn jetzt häufiger zeigen. Also diesen Aufgabegriff. Oh, harte Chops, 3 an der Zahl. Gegen das zerrissene T-Shirt. Ein Double Neckbreaker, auch ein sehr profanes Mittel. Und Frightmare versucht sich da an dem Cover, aber Rex, der unterbricht das Ganze. Rex her vom, also vom Cover und Finisher zeigen, Rex her bisher wirklich der inaktivste. Ja gut, das will jetzt nichts heißen. Um Gottes Willen, ich will damit jetzt nicht sagen, irgendwie so, ja, der wird jetzt nicht gewinnen. Gerade die Leute, die ihren Finisher bis zum Schluss aufheben, die gewinnen dann am Ende meistens. Ja, macht das Zeichen. Ba-bam! Oh, das ging auf die frightmarischen Klöten. Ja, Rex unterbricht da wieder das Cover und zeigt einen Neckbreaker. Dem ist das jetzt zu blöd, der will jetzt wieder mitmischen. Ja, was macht Rex? Der kommt geflogen. Und fliegt wieder mal daneben. Also das Match wird hauptsächlich wirklich von Frightmare und dem Jack of Club geführt, also dem Zahn. Der wieder mit einem... Ich möchte nicht wissen, wie schmerzverzerrt das Gesicht von Frightmare unter der Maske aussieht. Ich will es nicht wissen, weil nach diesen... Oh, da kommt der Nastrovir-Punch. Ja, der Jack of Club ist in der Form seines Lebens seit dem letzten Abend. Und ich glaube, da gab es eine Platzwunde. Bei Rex. Aber das stachelt den Rex doch bestimmt an. Und schöne Simone Drop. Na, halbwegs Simone Drop. Und DDT-Kombination. Und jetzt Rex mit dem ersten Cover. Wenn das jetzt durchgegangen wäre, hätte ich aber auch die Krise gekriegt. Ja, und da dürfen die Köpfe mal ein bisschen zusammengesteckt werden zum Nachdenken. Und da soll es auch die Clothesline gegen Rex geben. Da läuft er, taucht ab, rennt hinterher und... Was für eine harte Clothesline. Frightmare unterbricht das Cover. War aber auch nicht anders zu erwarten. Was ist mit dem Zahn auf Pain denn los? Der ist ja energiegeladen. Also wenn der in der Form hier weitermacht, gewinnt er dieses Match. Ich lehne mich aus dem Fenster und werde sagen, wenn er diese Form beibehält, wird er das Match gewinnen. Frightmare's Cover wurde unterbrochen. Und Double Backbreaker. Und ich hatte recht, Rex hat da ein bisschen gepennt, ist zum Ringseil gelaufen. Und ich hatte recht, der Zar of Pain gewinnt. Erst der Sieg bei NXT, jetzt der Sieg bei SmackDown im Triple Threat Match. Vielleicht sollte er El Scorpio mal in den Intercontinental Champion Titel herausfordern.
Scorpio hat ja für den Abend wieder eine Open Challenge angekündigt. Damit hat der zwei Matches. Erst das Tag Team Match und dann noch die Open Challenge. Meine Herren. Ja, was haben wir als nächstes Match? Ayame Hokuto gegen Lady Soko. Das Match hatten wir schon mal gehabt in den vergangenen Wochen, glaube ich. Wir hatten da gewonnen. Ich glaube, Lady Soko hat da sogar gewonnen. Es geht ja um die Zukunft der Divas. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und danach haben wir das Tag Team Match New Lunar Republic gegen, gegen wen eigentlich? Keine Ahnung, mir auch gerade vollkommen Wumpe. Erstmal sind wir hier bei den holden Weiblichkeiten. Und Whip in, und da hat Lady Soko Ayame einfach mal so weggestoßen. Und Snap Suplex. Und das tat bestimmt weh. Ja, und ab dieser Smackdown-Ausgabe, also danach, werden ja auch die Teilnehmer für den Elimination Chamber bekannt gegeben. Also ab der nächsten Raw-Ausgabe. Weil das sind ja immer 6 Leute und das werden in der ersten Raw-Ausgabe und Smackdown-Ausgabe. Also alles ab nach dieser Smackdown-Ausgabe werden dann jeweils erstmal 3 bekannt gegeben und darauf die Woche nochmal 3. So, richtig schön ein bisschen Promotion machen. So ein klein bisschen. Mal gucken, wer wo, wann, wie, wo drin ist. In welchem Match. Na, schöner Armbreak von Ayame Hokuto. Hier gegen Lady Soko. Und da stößt sie sie einfach mal weg. Ah, Lady Soko auf den Seil. Da fliegt sie aber ganz böse daneben. Das Ayame vorher einfach hochgesprungen. Whip in die Ringecke. Ja, vielleicht kommt ja jetzt das Comeback. Nein, kommt es nicht. Ja, wir haben diese typischen Kicks von Ayame. Ja gut, beide aus dem asiatischen Raum. Also Lady Soko wie Ayame. Oh, guck mal, da ist ein Hater im Publikum. Das ist dieser komische Kuhkopf, der bei Sonic X runtergeschrieben hat. Ich bin der 111. Hater. Da haben wir schon eine Publikum sitzen. Da warte ich, komm dir gleich ins Fernsehen, du. Und was macht Lady Soko diesen Swinging DDT? Genau in die Mitte, sind super abgepasst. Aber nein, Ayame kommt raus. Oh, Kicks gegen die Rippen, das tut richtig weh. Sofort das Cover wieder hinterher. Und das bringt die Entscheidung. Lady Soko siegreich gegen Ayame Hokuto. Das sogar, glaube ich. Ja, knapp 4 Minuten, nicht schlecht. Und als nächstes, meine ich, steht das Tag Team Match auf dem Programm mit der Lunar Republic. Und dazu kommen wir als nächstes.